willkommen. Freut mich, dass ihr so früh da hergefunden habt. Ich möchte heute ein bisschen was über Web-Optimierung, Web-Performance-Optimierung erzählen und wie das in der Praxis ausschaut. Ganz kurz zu mir vorab. Also ich bin beschäftigt mit der Planung und dem Betrieb von IT-Systemen. Ich komme ursprünglich aus der Obersteiermark, arbeite und lebe jetzt aber in Linz. Arbeiten wir im Cyberhaus. Das ist vor 20 Jahren so gegründet worden. Da war es ja noch legitim, Cyber im Firmennamen zu verwenden. Jetzt wird mir das eher nur ironisch. Bitte? Cyber ist jetzt wieder ganz. Ist wieder ganz modern, ist wieder retro. Ja. Von der Serverlandschaft schaut es so aus. Wir verwenden zu 50% FreeBSD und zu 50% Linux. Und von den Linux-Server sind ca. 80% Debian-Server. Kurz einmal, was man während dem ganzen Vortrag im Hinterkopf behalten sollte, ist diese Darstellung. Wir werden uns halt eher den Systembereichen zuwenden. Aber ganz wichtig ist natürlich, wenn es in der Anwendung nicht passt und bei der Architektur nicht passt, dann kann ich das hinten noch eigentlich nie mehr wieder ausbessern. Kurz einmal dazu, wie so ein Webstack ausschaut. Den Begriff LAMP kennen darin vermutlich eh die meisten. Ich habe also Linux mit einem Apache, MySQL und einem PHP drauf. In den letzten Jahrzehnten hat sich das alles ein bisschen erweitert. Also man fängt an, zum Beispiel einen Apache gerne mal gegen einen Nginx als Anwendungsserver auszutauschen, ein H-Proxy dazu zu schalten, ein Redis vielleicht als Session Cache, ein Vanish, PHP, FPM, Hochverfügbarkeit ist auch oft nur ein Thema. Dann kommen so Suchthemen oft dazu, da nimmt man dann gerne mal Solr oder Elasticsearch und Message Queues und dergleichen gibt es dann auch. Und da ist auch wichtig zu sagen, dass bei der ganzen Technikverliebtheit halt aufzupassen ist, dass man nicht übers Ziel hinausschießt und immer bei so wenig Komplexität wie möglich bleibt. Also immer das, was halt wirklich, wirklich nur das, was nötig ist an Komplexität. Und jetzt schauen wir uns einmal ein paar wichtige Komponenten von so einem modernen Webstack im Einzelnen an. Beginnen wir vielleicht mit dem Betriebssystem. Und da bin ich eigentlich der Meinung, dass das eher zweitrangig ist, sobald ein paar Grundvoraussetzungen erfüllt worden sind. Dass erstens einmal natürlich schon halbwegs aktuell ist und noch supportet wird vom Hersteller. Und zweitens, dass nicht verkonfiguriert ist. Und Unix soll jetzt natürlich auch sein, das sind wir uns da glaube ich aber eher einig. Aber gut, ein wichtiges Thema sind noch die IOPS natürlich. Da muss ich auch wissen, was ich brauche. Den Fall haben wir auch schon oft gehabt, dass das halt nicht zusammenpasst hat. Je nachdem, was ich dann im Hintergrund laufen habe, was das für Storage ist. Netzwerk muss man immer wieder vorab checken. Oft ist es auch so, dass DNS-Anfragen passieren, die gar nicht passieren müssten, oder DNS-Anfragen passieren, die nicht gecached werden. Da muss man dann auch aufpassen. U-Limit, dass ich ja wirklich genug Files aufmachen darf als Prozess oder als User. Und großen Ganzen, also ja klar, RAM ist natürlich auch wichtig, das sieht man auch immer wieder, dass der RAM noch und nöcher nachgerüstet wird, aber der, was da ist, eigentlich überhaupt nicht effizient genutzt wird. Das heißt, wenn sich euch ein RAM nicht zu 100% verwendet, dann verschenkt es der eigentlich Leistung. Und wenn es nur mit Caches oder so auffüllt. Und auch ganz wichtig bei so Performance-Geschichten ist immer einmal vorab eine Baseline festzulegen. Das heißt, wo kann ich überhaupt hinkommen, was kann ich mit dem Setup, das ich da habe, überhaupt erreichen. Ganz kurz möchte ich noch da eine Methode vorstellen, wie man so einen guten Überblick kriegen kann. Die kann man dann dazu verwenden, um Problemen auf die Spur zu kommen, um sich anzuschauen, wie die einzelnen Ressourcen verwendet werden. Und da geht es eben darum, die Utilization, Saturation und Errors sich anzuschauen im Detail. Wobei da vor allem, also Errors gibt es eh von selbst, aber Utilization ist halt im Prinzip die Zeit, was die Ressource braucht zum Abarbeiten von Dingen. Und die Saturation ist dann wirklich die Sättigung, also wo, wie viel Arbeit steht hinten noch an, die nicht abgearbeitet werden kann.
Das Ganze kommt von Brandon Gregg. Da findet ihr dann auch unter dieser URL für die einzelnen Betriebssysteme aufgelistet, welche praktischen Tools das dann umzusetzen ist für die einzelnen Ressourcen, also Ressourcen wie CPU oder RAM. Und wer gern tiefer ins Thema einsteigen möchte, kann ich ebenfalls von Brandon Gregg das Buch empfehlen, Systems Performance. Das ist mehr oder weniger das Standardbuch. Das war es ja schon zum Betriebssystem. Als nächstes vielleicht zu PHP. Und da ist so, in der Praxis fällt da der Geschwindigkeitsunterschied von 5.6 auf 7.0 wirklich stark aus. Also das kann je nachdem schon bis zu 50% oder mehr sein. Auch zu bedenken ist halt, alles unter 5.6 ist genau genommen End of Life. Das heißt, es kann sein, dass das eure Distribution noch unterstützt und da backgeportet wird. Aber eigentlich empfiehlt sie so, so schnell als möglich abzugraden, vor allem weil es wirklich von der Leistung her was bringt. Unabhängig davon, was für PHP-Version eingesetzt wird, ist es wichtig, den Opcache zu aktivieren. Also bei den neueren Versionen ist der eh schon dabei und meistens auch schon vorab aktiviert. Sonst bitte kontrollieren und noch einschalten. Ja, und die restlichen PHP-Settings sind dann eh eigentlich anwendungsspezifisch. Da kann man jetzt eh nicht groß global was sagen. Auch immer wieder zum Tun haben wir halt mit MySQL. Da jetzt ist eigentlich der InnoDB-Buffer-Pool-Size die wichtigste Kenngröße. Die muss halt immer, sollte zumindest, immer mindestens so groß sein wie das Datenset, was vorliegt. Das ist die allerwichtigste Einstellung. Und gerade bei MySQL, es bringt ja nichts da herumzuprobieren, ohne zu wissen, was man tut. Also ein Thema ist immer der Query Cache. Da ist es halt teilweise leider wirklich auch schwer zu sagen, aber da empfiehlt es sich dann mit der Anwendung einfach auszuprobieren. Es gibt Anwendungen, da hilft es was, es gibt Anwendungen, da bringt er dann weniger. Und alle anderen Settings, da würde ich empfehlen, vorher das Buch da zu lesen. Da wird nämlich wirklich auf alles im Detail eingegangen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist die Buffer Pool Size. Gut, was man dann als MySQL Server tatsächlich einsetzt, kommt dann darauf an. Zu empfehlen wäre da zum Beispiel auch der Percona Server, der ist von der Leistung her auch noch ein bisschen besser und stabiler, vor allem was Lastspitzen anbelangt. Ja, und da ist auch wieder so ein bisschen das Anwendungsthema, was da mit einspielt. Natürlich bitte nicht vergessen, einmal die Tables anschauen, die Indizes und die Queries an sich, weil da kann ich an der Config noch so viel verbessern. Wenn da schon Mist daherkommt, dann wird das halt schwer wieder nett zu machen sein. Kurz zum Webserver. Da setzt jetzt eigentlich immer mehr der Nginx mit PHP FPM als Anwendungsserver durch. So haben wir eigentlich hauptsächlich im Einsatz. Das Problem beim Apache ist halt nicht nur, dass er von Grund auf ein bisschen langsamer ist, sondern auch, dass er meistens so vorkonfiguriert daherkommt, dass da viele Module aktiviert sind, die man gar nicht braucht. Und genau, Mod-PHP ist dann auch das, was wir eigentlich dann eher weniger verwenden in letzter Zeit. Beim Apache, wenn man verwendet oder verwenden muss, dann empfiehlt es sich einmal die HT-Access-Funktion dazu deaktivieren, weil was er da machen muss, ist in jedes Verzeichnis reingehen, schauen, ist ein HT-Access da, wenn ja, diese bearbeiten und das kostet euch auch einen unnötigen Rechen- und Speicheraufwand. Genau, da steht es eh noch einmal, auch ganz wichtig, je nach Distribution, ist da einfach einmal alles aktiviert und da bitte einfach einmal eure Module durchschauen und deaktivieren, was ihr nicht benötigt. Gut, und beim analog zum Apache gibt es beim Nginx dann das BMMAX Children Settings, wo einfach schauen, wie viel Speicher möchte ich jetzt für meinen Webserver zur Verfügung haben, je nachdem, was da noch alles mit umläuft am Server und das dann entsprechend dem dimensionieren, was gesamt zur Verfügung steht, was auch Child im Prinzip auch Anwendungsprozess benötigt. Ein kurzes Thema ist auf jeden Fall noch HTTPS und HTTP2.
Zu HTTPS muss man sagen, also wenn man heute was live nimmt, dann bitte nehmen wir auf HTTPS verzichten, mindestens optional anbieten und meistens ist es sogar sinnvoll, wenn man sagt, man geht auf HTTPS only. Zu HTTP 2, da schaut es so aus, also das ist der HTTP 1.1 Nachfolger und de facto funktioniert der sowieso nur mehr über HTTPS, weil das haben sich die Browserhersteller so geeinigt, dass HTTP, also HTTP 2 über HTTP dann nicht unterstützt wird, also ohne Verschlüsselung nicht unterstützt wird. Zu HTTP 2 generell ist zu sagen, dass in der Regel schon die Performance verbessert, allerdings, wenn man wirklich alle Vorteile nutzen will, dann muss man ein bisschen umdenken und Code-Anpassungen eventuell auch durchführen. Gerade auch so, was die das jetzt in letzter Zeit oder in der vergangenen 10 Jahren oder so, hat man immer geschaut, dass man die Sachen minified und zusammenführt, bevor man es ausliefert. Das ist da dann hinfällig, weil die Connection bleibt da offen und da gehen die kleinen Dateien dann unter Umständen, kleinen einzelnen Dateien dann unter Umständen schneller drüber. Ja, und auch noch wichtig ist halt, nicht jeder Server ist da jetzt mittlerweile auf dem gleichen Stand. Also Nginx zum Beispiel unterstützt das Push-Funktion noch nicht. Also da muss man sich dann halt auch schauen, was der Server, den man einsetzt, da eigentlich so unterstützt. Gut, als nächster zum Vanish. Also das ist ein Beschleuniger für HTTP-Seiten. Das kann man sich so also als Zwischenspeicher vorstellen, der dann zwischen Client und dem Backend-Server nochmal zwischengeschaltet wird. Ein bisschen kann man so mit der CDN vergleichen, beziehungsweise sind die Überlegungen die ähnlichen, die man halt machen muss. Das heißt, was lief hier jetzt gecached aus und was kann ich nicht cachen. Ja, aber auch zum Aufpassen ist natürlich, dass ich nicht alles in den Cache habe. Vielleicht kann sich da euch erinnern, Steam war das im vergangenen Weihnachten oder so. Da sind sie gedidost worden und haben dann die Caching-Config angepasst, allerdings so, dass dann User-Daten von einem User an alle User ausgeliefert worden sind. Das passiert genau auf einem Fehler, der halt da im Caching-Setup passiert ist. Und das ist nämlich auch der wichtigste Part beim Vanish. Da liegt nämlich die Kunst darin, genau diese Konfiguration gescheit zu schreiben. Also das sieht man auch oft, dass halt der Vanish vorgeführt wird, aber der dann entweder nichts tut oder eben alles cached. Und da liegt die Kunst eben da, das ist also ein Ablaufdiagramm, wie die einzelnen Funktionen heißen. Und da kann man sie dann reinhängen und sagen, was man dann an welcher Stelle macht. Da, genau, und da gibt es eben auch eine eigene Konfigurationssprache dazu. Ein bisschen, das passt jetzt nicht direkt einer, aber hat halt auch mit der Thematik zu tun, Frontend und Inhalt. Hat es jetzt letztens einmal im Web also den Blogbeitrag gegeben, die Web ist Doom. Wir sind jetzt mittlerweile dort anbelangt, dass eine durchschnittliche Seite so groß ist wie der Doom-Installer. Also das ist schon ganz beachtlich und sicher auch nicht immer notwendig. In die gleiche Kerbe schlägt da der Binboard-Entwickler, der hat da einen super Vortrag gehalten über die Website Obesity Crisis. Also wer da am Thema interessiert ist, den vielleicht auch unbedingt anschauen. Und dann kommen wir jetzt eigentlich schon zu diesem eher praxisorientierten Teil. Da geht es jetzt nämlich darum, dass wir uns überlegt haben, wie können wir jetzt überhaupt einmal sagen, was so Optimierungen bringen können. Und da sind wir so ein bisschen auf die Idee gekommen, okay, wie wäre es, wenn man eine große Hardware ohne jegliche Optimierung gegen eine kleine Hardware mit Optimierungen antreten lassen. Das Ganze haben wir dann anhand von einem Magento-Shop gemacht. Also Magento, wer es nicht kennt, ist eine Open-Source-E-Commerce-Plattform, also so ein freies Shop-System. Ja genau, und das Ergebnis waren wir uns auch nicht ganz klar, was da rauskommen wird, aber das werden wir uns jetzt anschauen, was dann tatsächlich rauskommen wird. So, das ist die große Hardware für uns, ist jetzt nicht so was Besonderes, wir schauen uns noch an den auch die genauen Spezifikationen an, ist ein Dell-Server. Und dann haben wir uns überlegt, was gibt es so im x86 kleineres, was wir da dagegen antreten lassen können. Genau, da haben wir uns eine Z-Box geholt. Die hat dann ein i3 drin, also die ist eh ja relativ aktuell ausgestattet und hat 4 GB RAM. Dann haben wir uns gedacht, ja, das ist eigentlich auch noch zu stark, können wir es nicht nur kleiner machen.
dann haben wir gedacht, bei X86 findet man da nichts, dann wechseln wir halt auf ARM. Und das Naheliegendste ist da natürlich der Raspberry. Genau. Da haben wir jetzt nur mal den Hardware-Vergleich. Also der Dell-Server, der kommt mit 108, der ist bestückt mit 128 GB RAM. Da steht 1 GB RAM beim Raspberry Pi gegenüber. Von der CPU her hat man zwei Xeon mit in Summe 32 Cores drin und den ARM Cortex mit 4 Cores beim Raspberry. Festplatten waren 15K Festplatten, drei Stück im RAID 5 Verbund. Das ist jetzt auch nichts, wo man sagt, das ist wahnsinnig performant, allerdings doch nur um einiges performanter wie die MicroSD-Karten im Raspberry. Vom Netzwerkinterface haben wir Gigabit-Netzwerkinterface beim Dell-Rechner und das normale 1000 Megabit-Interface, das noch dazu über einen USB-2-Bus geht beim Raspberry. Neupreis, der Dell-Rechner ist nicht ganz aktuell, das ist von 2013 oder so, hat damals kostet 7000 Euro, der Raspberry Pi kostet halt 45. Dann noch mal kurz zur Software. Was ist da jetzt genau drauf gelaufen? Wir haben uns da zum einen beim Dell-Rechner für CentOS entschieden, in einer bis 2020 unterstützten Variante, also in der Version 6. Und beim Raspberry Pi, da wird man es dann doch eher Bleeding Edge und haben wir deswegen uns für Arch Linux entschieden. Installiert haben wir alles über ein Default Package, über einen jeweiligen Default Package Manager, bis auf die Repos, was aus irgendeinem Grund halt nicht gegangen ist. Das war da zum Beispiel beim Dell-Server PHP und MySQL, weil da die mitgelieferten Versionen einfach für die eingesetzte Software schon zu alt waren. Das haben wir dann selbst übersetzt oder über Drittrepos hinzugefügt. Beim Vanish war da das Problem, dass die 4.1er-Version irgendeinen Bug mit ARM gehabt hat. Das haben wir da halt dann auch zurückgehen müssen auf die 4.0.3. Gut, Redis und Vanish haben wir beim Dell-Server nicht eingesetzt. Ansonsten beide HTTPS-only und beim Raspberry Pi haben wir zusätzlich HTTP2 aktiviert. Gut, das Ganze will man natürlich testen, das heißt, wir haben da einen Testplan aufgestellt und haben jetzt versucht, das reale Nutzerverhalten von so einem Shop nachzustellen. Zum einen haben wir da einmal 150 User drauflassen, die halt nichts anderes tun wie herumklicken, 15 User, die Bestellungen durchführen und einen Backend-User, der im Backend halt irgendwelche Tasks durchführt. Der zweite Test haben wir dann einfach die Anzahl der User verdoppelt und beim dritten Test, genau, bei den ersten zwei Tests haben wir das immer mit einem Delta T von 5 Sekunden und einem zusätzlichen Random Factor hinzugefügt, die User, und beim dritten Test sind sie dann ungedrosselt im Prinzip draufgefahren mit einer Ramp-Up-Time von 300 Sekunden, das heißt, genau. Verwendet haben wir für die Tests JMeter 2.13 und ausgeführt haben wir das über einen Dell Latitude. Das ist jetzt auch eher unserem Setup da geschuldet, dass das da ein Freizeitprojekt war. Das würde man auch von einem anderen, stärkeren Server aus normal machen. Da seht ihr ein Foto vom Test-Setup. Das ist der Dell, da ist unser Raspberry Pi. Da Plastik-Router und da unser Dell Latitude. Von dem sind die Tests gelaufen. Dann kommen wir auch schon zu den Ergebnissen. Da sehen wir als erstes einmal den Dell. Die grünen Punkte da, das ist der Teil des Browsings, also des normalen Rumsurfens auf der Shopseite. Und entsprechend, also dieser logarithmische Skala, die liegt da bei 100 Millisekunden. Und die Backend-Tasks und Bestellungen liegen dann in der Größenordnung höher. Dazu im Vergleich der Raspberry Pi. Da sehen wir da mal, dass wir da eigentlich deutlich besser liegen. Für die reinen Seiten, wo nur gebrowst wird. Und ungefähr gleich bei den dynamischen Seiten. Das ist jetzt dann mit doppelter User-Anzahl.
da analog dazu der Raspberry. Und selbst da, was uns sehr erstaunt hat, kann er immer noch sehr gut mithalten. Das da gehe ich nachher noch mal kurz darauf ein, dass der wirklich da jetzt um so viel noch besser ist, liegt halt hauptsächlich schon am Vanish. Das muss man klar dazu sagen. Aber ist immerhin trotzdem beachtlich, dass ich so gesehen aus dem kleinen Raspberry da wirklich gut mithalten kann. So, da sehen wir jetzt nochmal, wenn wir da kein Delta D haben, das heißt sozusagen drauffahren, was geht. Und da ist halt dann so, während der Delta halt schon noch konstant, wahrscheinlich noch länger mithalten würde, also nach 10 Minuten ist der Test abgebrochen worden, ist da so, dass uns bei 193 Usern einfach der Out-of-Memory-Dings zugeschlagen hat und uns den immer irgendeinen Prozess abgeschossen hat. Also da steigt er dann aus. Du kriegst dann auch mit der Zeit immer mehr Fehler am Netzwerkinterface. Also sieht man dann schon, dass es halt für das nicht wirklich ausgelegt ist. Aber uns hat uns schon mal das Experiment wahnsinnig interessiert. Da jetzt noch mal kurz erläutert, was für Optimierung jetzt was für einen Einfluss hat. Das haben wir ehrlich gesagt nicht einzeln gemessen, das ist jetzt eher so die Erfahrung oder empirisch bewertet. Wie gesagt, das OS ist relativ egal. Die Komponenten wie PHP ist schon wichtig, da hat sie wie gesagt sehr viel da. Unkonfigurierte Datenbank ist auch ganz schlecht. Das macht auch nicht so viel Unterschied, wenn da ausreichend Leistung sowieso beim Dell-Server vorhanden ist, dann steckt der das auch weg, was der da mehr an Memory und so braucht. Session Cache, ja, ist auch gut, aber bringt auch nicht so viel. Und da ist natürlich so quasi ein bisschen die Wunderwaffe, das ist war der Vanish, weil der hat halt sehr viel vom Traffic dann auch weggesteckt. Und HTTP2 haben wir gar nicht explizit getestet, weil das ist beim JMeter nur als Plugin zurzeit drin und das haben wir gar nicht installiert. Also ist der Einfluss für unseren Test jetzt auch irrelevant und vor allem haben wir auch nichts dahingehend optimiert. Ja, da kommen wir eh schon zur Schlussfolgerung und die wäre halt, dass wir eigentlich erstaunt waren, wie gut der da wirklich mithalten kann, der Raspberry. Auch außergestellt hat sie, dass das Netzwerkinterface wirklich schlecht ist, was eigentlich auch klar ist, vor allem, wie gesagt, weil das geht über einen USB 2-Bus. Und ein Gigabyte RAM für das Setup ist wirklich schon ganz schön ambitioniert. Also auch wenn man probiert, alles so einzustellen und zu limitieren, irgendwie wird es dann halt dann trotzdem zu. Und der Out-of-Memory-Killer schaut dann vorbei. Und ja, genau, also die wichtigste Aussage ist eigentlich, dass mehr Ressourcen nicht automatisch immer besser sind. Also man sollte schon probieren, mit dem, was man hat, einmal vernünftig umzugehen. Da lässt sich schon viel außerholen. Also die Idee ist jetzt nicht, dass man hergeht und sagt, man lässt jetzt größere Seiten wirklich am Raspberry laufen, sondern die Idee ist für mehr halt vom größeren Server dann das Zehnfache auszutun. Ja, das war es soweit eh schon. Ihr findet da jetzt die beschriebene Instanz von dem Raspberry Shop unter bei.cyberhaus.at. Könnt ihr euch die selbst anschauen. Es werden ein paar Seiten beim ersten Klicken wahrscheinlich gescheit langsam sein, aber wenn es dann im Cache sind, wird es um einiges flotter gehen. Ja, die Präsentation lade ich noch und auch noch gleich auf, da ist jetzt noch nicht dort. Aber wer sich die Videos merken mag. Und ein paar To-Dos haben wir uns auch noch vorgenommen. Also wir möchten Alternativen noch testen, so wie in Odroid C2. Der hätte dann schon einmal doppelt so viel RAM, das bringt in der Größenordnung sicher auch schon einiges. HTTP2 möchten wir dann ganz explizit noch mal testen. Ja, Frontend-Optimierungen auch dahingehend vielleicht durchführen. Dann haben wir probiert, also mit mir einen Elk-Stack drauf aufgesetzt. Da haben wir aber dann schlimme Performance-Probleme am Raspberry gekriegt. Da müssen wir auch noch untersuchen, wieso eigentlich. Und dann vielleicht noch so Sachen wie Overclocking, Active Cooling, Out-of-Memory-Killer da ein bisschen besser in den Griff noch zu kriegen. Und vielleicht auch mit 64-Bit zu experimentieren, vor allem auch dahingehend mal auszuprobieren, wie HHVM sie eigentlich gegen PHP-7 schlagt, weil das läuft auch nur unter 64-Bit und was sie da unter Kernel 4.5 und 4.6 eigentlich dann haben.
Und die ganzen Configs möchte man dann eigentlich auch über Git bereitstellen. Ja, danke soweit. Ich hoffe, dass es noch einige Fragen gibt. Bitte. JMeter war das. JMeter, ja. Okay. Apache JMeter. Das ist ein Projekt von der Apache Foundation. Das ist so mehr oder weniger der Standard. Da stellt man sich einen Testplan und simuliert also das Userverhalten und spielt den Testplan dann ab. Sonst, bitte? Bei dem Benchmark vom Raspberry Pi waren Bestellungen, die ganz schnell abgehandelt worden sind. Mhm. Schneller nämlich als das Browsing. Man sieht es da unten, diese blauen Punkte, die ganz unten bewegen. Gibt es dafür eine Erklärung? Das ist von den Bestellseiten vermutlich der gecachte Teil. Das ist nämlich auch was, was wir uns zunutze gemacht haben, weil die Magento 2 Instanz schon mit einer vorkonfigurierten Vanish-Konfiguration und die haben wir eigentlich gleich 1:1 verwendet. Aber ich nehme wahrscheinlich auch besser, dass das auch ein bisschen steuern. Richtig, das genau. Das ist so eine Seite wie Danke für Ihre Bestellung, die jeder gleich kriegt. Genau. Die geht halt dann richtig schnell. Genau. Weil die wahrscheinlich auch statisch einfach. Das muss ziemlich sicher dieser Anteil sein. Also nicht der Bestellprozess, wo die Datenbank was schreibt, sondern das ist das Aufrufen der. Doch, das ist das, was sie dann da oben zu Buche schlägt. Das eigentliche, der dynamische Anteil. Das muss der statische Anteil von den Bestellungen sein. Bitte. Das heißt auch, sobald ich mich einlogge, bin ich wahrscheinlich bei den Bauten. Wenn jetzt mein Benutzername auf jeder Seite draufsteht. Ja, aber nicht der gesamte Anteil, sondern das, was wirklich für dich also personalisiert ist. So wie oben hast du eine Zeile, wo dann der Name zum Beispiel steht. Aber das alles macht der Vanish. Genau. Der teilt die Seite darauf. Genau, genau. Der weiß genau diesen Bereich, der wir jetzt da gecached ausliefern. Aber wenn jetzt der Warenkorb angezeigt wird oder den Name angezeigt wird, dann weiß er genau, das darf ich nicht cachen. Da sind Tags im Code definiert, über die das dann gelöst wird. Und dann war es nicht, dass er nur den Teil anfangen. Genau, genau. Und da sind wir wieder durch, dass eben die Kunst an der richtigen Konfiguration liegt, weil oft übersieht man das und wirft entweder alles in den Vanish oder dann nichts. Das ist halt das, wo dann die Arbeit reinfließt. Bitte. Mich hätte mal interessiert, wie schnell denn der Dell wäre, wenn man den auch optimiert hätte. Eben, also da kann man. Weil das ja. Wäre so, ob das dann alles Baseline wäre sozusagen, dann nur noch die Netzwerklatenz oder wo liegen wir da? Ich sag mal, also Faktor 100 ist da glaube ich nichts Unmögliches. Also von dem, was wir da gesagt haben, Faktor 100 beim Dell ist durchaus realistisch. Kommt natürlich immer darauf an, was mache ich damit. Und wenn ich nur statische Seiten ausliefere, dann schaffe ich wahrscheinlich am Faktor weiß ich nicht, 500 oder 1000 da. Weil da wirklich der Vanish so viel, also der kann das abarbeiten wie nichts. Ja. Aber uns hat eigentlich schon ziemlich erstaunt, wie weit der Raspberry da in optimierter Form eigentlich mithalten kann. Bitte. Es ist nur Magento 2 verwendet worden bei den Tests, bei den nicht älteren Versionen. Genau, wir haben nur die Magento 2 Version getestet, Magento, eben genau aus dem Grund, weil da schon eine Vanish-Konfiguration mitkommt. Macht es üblicherweise so, dass ihr alles durch Vanish durchschickt und die Vanish-Config so anpasst, dass er nur das Cachen soll, was konfiguriert ist im Vanish, oder kriegt der Vanish bei der Test, dass er nicht cachen soll? Ich habe so einen Online-Job und ich nur dessen im Vanish rein, was auch wirklich cachen soll. Das Config ist bei mir ein bisschen komplexer vorher und gibt nur das durch den Vanish durch, was er cachen soll. Aber nein, wir gehen eigentlich schon immer auf den Vanish und schicken dann halt durch, weil du hast so gut wie. Ja, ist gewöhnungsbedürftig. Darum habe ich ja gesagt, da liegt eigentlich die ganze Kunst drin. Ja. 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 Genau. Sonst noch Fragen? Gut, ich weiß gar nicht immer. Oder waren wir eh schnell? Ja, dann danke vielmals. Danke.